Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Elisabeth Berth. Schönen Freitag. Eine Strafe von 50 bis 100 Euro kann jetzt anfallen für Raucher im Auto, wenn sie Kinder oder Jugendliche mit dabei haben. Dazu heute Gesundheitslandesrat Christian Bernhard. Ja, es ist zumindest ein kleiner Schritt und ein richtiges Zeichen und ein gutes Signal für den Nichtraucherschutz. Ob es dann wirklich so viel bringt, auch mit diesem Strafmaß, das wird man sehen. Ab heute gelten die Strafen. Sein Opfer musste mehrere Schläge gegen den Kopf und Rücken ertragen. Dafür wird einem Täter heute am Landesgericht der Prozess gemacht. Passiert ist der Vorfall in Bludenz. Der Angreifer hat einen morschen Holzast zum Schlagen verwendet, danach einen Stuhl nach dem Opfer geworfen. Absichtlich schwere Körperverletzung, so lautet heute die Anklage. Alleinerzieherinnen in Vorarlberg können jetzt aufatmen. Ihnen steht weiterhin Wohnbeihilfe vom Land zu. Durch die geplante Mindestsicherung neu und einem Maximalbetrag hätten sie mit weniger Geld rechnen müssen. Jetzt sind die bis zu 1.702 Euro Unterstützung bei zwei Kindern aber gesichert. Das hat die Regierung aktuell bekannt gegeben. Und einen Stockerlplatz hat es jetzt für eine junge Vorarlbergerin beim Bundesjugendredewettbewerb gegeben. Ines Strohmeier hat in Kärnten den erfolgreichen dritten Platz gemacht. Sie hat sich in der Kategorie Spontanrede gegen andere Schüler aus allen Bundesländern durchgesetzt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis Montag.